Mein Name ist Rainer Kraft. Ich bin Sachgebietsleiter im Evangelischen Kirchenkreisamt Kirchen-Marburg, 43 Jahre alt, wohne in Langenstein und kandidiere als Stadtverordneter auf der Liste der CDU. Warum trittst du bei dieser Wahl an? Ich möchte mich für die Interessen der Bürgerinnen und Bürger in der Kernstadt und in den Stadtteilen einsetzen. Und ich möchte mit meiner Kandidatur ein Zeichen gegen Politikverdrossenheit setzen, weil ich finde, mitmachen ist besser als meckern. Warum trittst du gerade für die Liste der CDU an? Ich wähle schon seit vielen Jahren CDU und daher habe ich für mich entschieden, jetzt meine Fähigkeiten und meine Ideen in der CDU hier in Kirchhain im Stadtparlament einzubringen. Wodurch zeichnet sich für dich Kirchhain besonders aus? Kirchhain und seine Stadtteile ist für mich eine liebens- und lebenswerte Region. Ich lebe gerne hier. Ich bin Langensteiner, geboren hier, zur Schule gegangen in Kirchhain. Ich finde, mit der Lage zwischen Stadt Allendorf, Marburg, ist es trotzdem hier ein schöner ländlicher Raum, wo man gut leben kann. Und das möchte ich, dass wir das erhalten und bewahren, aber auch weiterentwickeln. Dafür möchte ich mich einsetzen. Welche Themen liegen dir für die kommende Legislaturperiode besonders am Herzen? Stärkung der Stadtteile, Baugebiete, Kindergärten und Schulen finde ich sehr wichtig, möchte ich mich für engagieren. Ja, und das Ehrenamt und die Vereine. Ich bin seit vielen Jahren, Jahrzehnten selber ehrenamtlich und auch in Vereinen tätig. Das ist mir wichtig und das ist, glaube ich, eine ganz große Komponente hier in den Stadtteilen und in der Stadt. Und wie ich es vorhin schon gesagt habe, macht das hier auch sehr lebenswert in der Region. Erläutere, welche deiner Fähigkeiten du wie am besten als Stadtverordneter dabei einsetzen möchtest. Ich glaube, oder man sagt mir nach, man kann mit mir gut reden und diskutieren. Ich habe ein offenes Ohr, aber am Ende, finde ich, muss ein klares Wort stehen, damit man zielorientiert und arbeiten kann und damit sich auch das Gegenüber oder der Gegenüber auf einen verlassen kann. Also mit einem klaren Wort für zielorientierte, verlässliche Arbeit. Auf welchen Spruch oder Satz reagierst du allergisch? Rund um politische Mandatsträger nervt mich fürchterlich der Satz, die haben doch alle gar keine Ahnung. Wer keine Ahnung hat, soll es doch erstmal besser machen. Also die sollen erstmal alle selbst antreten und nicht meckern, womit ich wieder bei meiner Politikverdrossenheit bin. Also das finde ich ganz schlimm mit so einer Einstellung und deswegen der Satz, der nervt mich. Ja 49 oder Wald statt Asphalt? Ja 49, aber auch einen gut gepflegten und bewirtschafteten Wald. Ich denke, das eine schließt das andere nicht aus. Und den Wald hier in der Region halte ich für einen wichtigen Raum, Naherholung. Und da haben wir auch gute Wälder hier und das ist wichtig für uns. Deswegen Wald ja, aber klare Aussage auch von mir, ja 49. Für welche nationale oder internationale politische Persönlichkeit würdest du gerne aktiv Wahlkampf betreiben oder hättest es und warum? Habe ich überlegt, eine ganze Zeit lang. Ich hätte jetzt auch so mal zurückgehen können, aber ich finde seit einiger Zeit schon den Daniel Günther, Ministerpräsident Schleswig-Holstein, CDU, als einen interessanten Politiker, wo ich immer gern mal zuhöre und hingucke, was er da so macht. Was ist dein Wunsch für die Arbeit mit den zukünftigen potenziellen KollegInnen? Ich möchte offen und zielorientiert zusammenarbeiten und gemeinsam für die Stadt, die Stadtteile und die Bürgerinnen was für Kirchhain erreichen. Suche dir eine Kandidatin oder einen Kandidaten einer anderen Liste heraus und beschreibe, welche positiven Eigenschaften du an dieser Person schätzt. Das ist
etwas schwierig. Ich, wie gesagt, bin so lange politisch jetzt an nicht in der Stadtverordnetenversammlung aktiv oder ich kandidiere jetzt zum ersten Mal, kenne aber einige von den Personen, die da kandidieren, möchte mich da aber jetzt an der Stelle nicht festlegen. Ich, wie gesagt, ich hoffe, dass wir alle gut zusammenarbeiten können und ich schätze viele der Personen, die auch auf anderen Listen antreten. Was möchtest du in Zukunft für den Abbau von Politikverdrossenheit, vor allem in der Kommunikation?